Hallo und herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Heute mal wieder als Premiere, weil wir es leider nicht schaffen, mit euch persönlich anwesend zu sein. Aber vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, einmal kurz vorbeizuschauen, während wir hier live sind. Und ich hoffe, oder wir hoffen, ne, dass ihr euch da draußen trotzdem gut unterhaltet. Wie ihr seht, haben wir auch schon den Spirit Guide bereitgelegt. Der Spirit Guide stammt diesmal aus dem Kindertarot. Hast du das parat, das Kindertarot? Das ist übrigens mein Mann Roé, der mir heute mal wieder assistiert. Das Kindertarot. Ja, das habe ich schon mal vorgestellt auch. Und ihr könnt sehen, es ist ein ziemlich altes Deck aus dem Schirner Verlag, das ganz süß ist. Von den Holitzkas wurde es gemacht. Und wir haben uns für dieses Deck entschieden als Spirit Guide, weil da so eine schöne Sonnenblume drauf ist und wir jetzt ja das Ende des Augustes feiern. Und wir feiern auch noch etwas anderes. Unser Kind hat bald Geburtstag, deswegen sind wir heute auch nicht live. Und da dachten wir, dann nehmen wir einfach mal das Kindertarot. Bevor wir anfangen, über diesen Spirit Guide zu reden, sage ich natürlich noch mal was zur Astrologie, lieber Roé. In der letzten Woche war ja einiges los, ihr erinnert euch. Merkur. Merkur ist in die Waage gegangen. Wir hatten jetzt gerade wieder einen intensiven Neumond am Himmel in der Jungfrau. Das war jetzt gestern. Ja, und das bedeutet für uns, dass wir in der kommenden Woche keine großen Veränderungen haben. Am Himmel stehen jetzt alle Langsamläufer still. Die kleineren bzw. die persönlichen Planeten, die laufen weiter. Da gibt es keine Rückläufigkeiten. Das passiert erst gegen Mitte September. Und von daher müssen wir uns um die Astrologie diese Woche nicht so ganz viele Gedanken machen. Von daher, lieber Roé, bin ich sehr gespannt, was du uns für die Woche aus Sicht des Spirit Guides erklärst. Ja, hallo meine Lieben, jetzt auch bei mir mit Stimme. Sie ist übrigens wieder da, sie hat mich nicht verlassen, sie war nur kurz mal nicht on. Ja, was haben wir für einen Spirit Guide? Papa, der Lehrer. Ja, wir erinnern uns, im Waits Mystero ist es der Hierophant. Und ganz spannend, dieses Kindertarot hat auch schon im Hintergrund einen Lebensbaum, einen kabbalistischen, in dem wunderschönen Hintergrund der Bücherwand. Das ist wahrscheinlich Kirstens Lesezimmer. Und dieser Lehrer, der erinnert uns daran, dass wir uns mit allen Dingen auseinandersetzen dürfen, dass wir mit allen Themen uns lehrend und lernend auseinandersetzen dürfen, aber wir entscheiden, mit welcher Geschwindigkeit. Warum? Wir sehen im Vordergrund am Boden eine Schildkröte. Nun, die Schildkröte ist ja auch der Inbegriff des alten, weisen Tieres. Ne? Wir wissen, Schildkröten können so mit die ältesten Tiere unseres Kontinents werden, aber sie haben auch ihre Geschwindigkeit. Sie bewegen sich an Land sehr langsam vor, im Wasser schaut es dann wieder anders aus. Und sie haben die Chance, uns die Weisheit über lange Phasen mitzugeben. Und wir sehen auch noch den Würfelbecher, Hinweis darauf, es darf euch gern geknobelt werden, man darf den Test machen, man darf üben, man darf spielen. Es wiederholen und man darf es spielerisch angehen. Ja, das ist unser Spirit Guide, meine Lieben. Finde ich eine sehr schöne Karte, sehr schöne Umsetzung des Hohepriesters, der ja sonst immer so erhaben einhergeht. Hast du total schön erklärt. Ich finde es auch schön, dass die Bücher so ein bisschen durcheinander sind und nicht alles so strukturiert ist. Ja, na eher bei mir, die Bücher, ne? Tatsächlich ist es so, dass wir unsere Bücherwand immer mal wieder aufräumen zusammen. Und dann, dann schon wieder von gewissen Menschen Chaos gemacht wird, weil Bücher rausgenommen werden Was hat man und Bücher? Wieder falsch reingestellt werden. Ja,
So sieht's aus. Aber lassen wir das jetzt, unterhalten wir uns ein andermal darüber, das interessiert euch ja sowieso nicht. Wir rauschen jetzt durch den Tierkreis im Schnelldurchlauf. Ja, im schnelleren Durchlauf. Im schnelleren Durchlauf. Sind ja nicht auf der Flucht. Und lieber Roy, was für ein Kartendeck nehmen wir denn heute? Ja. Wir haben uns heute überlegt, wir nehmen die tollen Lenormand Tarotkarten. Und du hast die Verpackung bei dir, dann schieb die mal rüber. Ja, das ist tatsächlich ein vergriffenes Deck. Mal wieder, ne? Kirsten vergreift sich immer an den Decks. Wir blenden die mal ein. Hier sind sie. Wunderschön, eine wunderschöne Verpackung. Also ich bin immer wieder fasziniert, was man früher so für Dinge hatte. Hier sieht man eigentlich eine Darstellung, die wir aus den traditionellen Orakelkarten kennen, nämlich die Hoffnung. Ich glaube, im Tarot, im Lenormand ist es der Anker, ne? Ja. Und ich finde, dass man aber wirklich schon viele verschiedene Motive darauf erkennt. Das ist echt ganz witzig gemacht, das Deck. Wir haben Tarot-Motive, aber gleichzeitig auch immer Lenormand-Impulse eingearbeitet. Man könnte jetzt hier viel über diese Karte sagen, ne? Und wir probieren das einfach mal aus. Wir haben das wirklich sehr lange nicht mehr in der Hand gehabt. Amörchen, ne? Mhm, Amörchen. Ja, die lieben. Ne? Ich dachte, du meinst eine Möhre. Gut, okay. Lasst uns einfach weitermachen. Ja, ich kann nämlich auch Sparwitze, wenn es sein muss. Ne? Das war ist ganz nicht viel das Spar. Der Witz war ganz schön Spar. Vielleicht noch, wer hat die Karten erfunden? E. Fitzpatrick steht auf der Verpackung. Ich zeige es euch noch. E. Fitzpatrick, kannst du was zu E. Fitzpatrick ich sagen? Keine Ahnung von E. Fitzpatrick. Also es ist nicht ganz klar, wer wie E. Fitzpatrick ist. Ob das weiblich oder männlich ist. Ich vermute mal eine Frau. Und es wurde wo? Los Scarabeo. Ja, wer kann es denn sein als wie Los Scarabeo? Ja, lass uns rein. Dann geht's los. Wir fangen natürlich wieder mit unserer legendären Triangel an. Ja. Und ihr werdet es nicht glauben, aber das erste Zeichen, das wir euch heute präsentieren, ist der Widder. Schockschwere Not. Liebe Widder, ich hoffe, ihr habt euch jetzt damit arrangiert, dass euer Herrscher Mars in den Zwillingen gelandet ist und dort auch bis März 2023 bleibt. Ihr könnt euch da jetzt wirklich immer mehr drauf einschwingen. Ihr bekommt dank dieser Konstellation sehr viel Energie, wenn es um Strategien geht, wenn es darum geht, etwas zu klären oder aber auch zu schreiben. Sehr gut für euch, wirklich. Strategisches Denken ist nicht immer euer Ding, weil ihr ja oft so ungeduldig seid und davonstürmt. Von daher habt ihr jetzt eine gute Gelegenheit, Dinge nicht unbedingt ruhiger, aber durchdachter anzugehen. Jupiter im Rückwärtsgang läuft auch noch durch euer Zeichen, bremst ein bisschen den Enthusiasmus, den ihr spürt. Das beides in Kombination bedeutet für mich, dass ihr eine gute Chance habt, die Dinge bis zum Jahresende ja, in eurem Sinne zu lösen, ohne dass ihr immer drauf losstürmt. Lieber Roy, erzähl mir doch mal, ob das zu der Karte passt, die du gezogen hast. Also zuerst möchte ich noch auf die Rückseite der Karten hinweisen. Die ist wunderschön, das ist fast schon ein klassisches Muster. Mhm. Ich finde das wunderbar aufgelöst. Man sieht da einige Darstellungen, sehr viel auch so französische Muster. Also ja, also wie Lenormand halt, ne? Also aus der Zeit. Heißt ja auch Lenormand. Die Tarot, ne? Frau Lenormand hat ja um die Jahrhundertwende 18. auf 19. Jahrhundert gelebt und da machte man gerne solche hübschen Schnörkel. Ja, hübsche Schnörkel. Hier sind sie schon. 9 der Pardon, 9 der Stäbe. Und wir sehen hier eine Darstellung, die aus dem Lenormand kommt, nämlich die Mäuse. Mhm. Und was machen Mäuse eigentlich? Sie nehmen sich, was sie benötigen, nämlich Speck. Was eigentlich nicht ganz stimmt, wenn man der neuesten Forschung Glauben schenken will, bevorzugen sie eher Maßregel, aber das ist eine andere Geschichte. Klassisch liebt die Maus Speck und es heißt also schön, mit Speck fängt man Mäuse. Jetzt, liebe, ja, Sparwitze, ne? Liebe Wiedergeborenen, wir
haben es von Kirsten schon gehört. Wir haben hier die Chance, dass wir das uns nehmen im zweiten Halbjahr, was wir benötigen. Und das weglassen, was wir nicht mehr brauchen. Das sollte für euch Hinweis genug sein, dass ihr euren Speck euch aneignet, der für euch notwendig ist. Damit ihr, wenn es im zweiten Halbjahr mal irgendwann eng werden sollte, ihr genügend Energien habt, die zu überstehen. Und in diesem Sinne eine sehr tolle Karte für euch, auch wenn man es im ersten Moment sagt, oh, war Mäuse. Nee, lasst das auf euch wirken. Die Mäuse sind sehr intelligente Tiere. Nicht umsonst würden sie sonst in der Forschung eingesetzt. Und diese Mäuse haben den Hinweis darauf, sich das immer clever zu nehmen, was sie benötigen. Okay, also du siehst die Wiedergeborenen hier als die Mäuse. Ich sehe den Hinweis darauf, sich das zu nehmen, was sie benötigen. Denn sie nehmen ja nicht nur den Speck und man sieht es ja oben am Regal, wo sie auch noch ganz neugierig in die Dose reingucken. Vielleicht ist dort noch was drin. Also von da gesehen ist ja nicht nur der Teller mit Speck interessant für sie, sondern auch was schlussendlich noch anderes rum ist. Ja, eine interessante Darstellung der Neun der Stäbe. Das ist sowieso eine Karte, die ich immer ein bisschen schwierig finde, muss ich gestehen. Gerade in der Darstellung von Wade und Smith. Mit Mäusen gefällt sie mir ganz gut. Ja, ne? Kann man was machen mit. Liebe Wiedergeborenen, mit diesen Worten wünschen wir euch eine tolle Woche. Und damit leiten wir elegant zu den Stieren unter euch über. Liebe Stiere, für euch ist immer noch eure Frau Venus im Löwen unterwegs und gibt euch noch ordentlich Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das habt ihr auch nötig, denn Uranus ist ja weiterhin in eurem Zeichen und rüttelt euch immer noch ein wenig durch. Vielleicht hat auch der Neumond gestern da wieder einiges in euch bewegt, von dem ihr eigentlich ganz gerne, ja, vor dem ihr eigentlich ganz gerne Ruhe hättet, aber ihr könnt die ganze nächste Woche mit Venus im Löwen noch dafür nutzen, euch zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und zu genießen. Jedenfalls aus astrologischer Sicht. Bei den Karten? Oh, bin ich mir auch sicher. Ja, hier haben wir die Königin der Münzen und diese Queen of Pentacle, also Königin der Pentakel, die hat es in sich, die weiß genau, wie sie mit Schönheit, mit Liebe, mit Freude, mit Repräsentieren umgehen kann. Und wenn es in der letzten Woche ein bisschen Schitter für die Stiere war, ist es diese Woche wieder ganz anders. Denn sie zeigt euch ganz klar den Weg, wie ihr mit Schönheit, wie ihr mit Glanz, wie ihr mit Gloria umgehen könnt. Und das solltet ihr auch tun für die nächsten Tage, meine liebe Stiergeborenen. Ich finde, das ist sowieso eine super Stierkarte, weil es Ja, ja darum geht, passt. das, den Besitz zu behüten und zu verwalten. Ja, und auch gleichzeitig zu repräsentieren. Also völlig, und zwar repräsentieren ohne Pomp. Ja. Ja? Cool. Naja, sie sieht schon ganz stattlich aus, Ja, ne? schon, aber weißt du, sie anders als wie der Löwe, ne? Der so nach Pöss macht, sie es subtil. Stimmt, da haben wir die Venus, ne? Die da sitzt und präsentiert. Ja. und ja. Also eine schöne, glückbringende Und Karte. für mich kommt da auch noch gleich so, also spontan die Athene in Sinn, ne? Die da einfach, ich bin einfach da, ich weiß um meine Schönheit, ich muss nicht, ich muss gar nicht drüber diskutieren, ich weiß, das ist einfach so, ne? Die Das, Göttinnen sind einfach alle schön. ja, ich weiß das. Ist keine Göttin. Ja, aber auch ein Gott. Ja, möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen? Immer gerne. Liebe Stiergeborenen, mit dieser Energie wünschen wir euch eine ganz strahlende Woche. Damit leiten wir über zu den Zwillingen. Und für euch, liebe Zwillinge, sind eigentlich gute Zeiten gerade anberaumt. Besonders in der nächsten Woche sieht das richtig gut aus. Mars in euren Zeichen, direktläufig, gibt euch Schwung und Dynamik. Merkur ist in die Waage gegangen, ein Luftzeichen wie das eurige, und hilft euch, die richtigen Worte zur richtigen Zeit auszusprechen. Mars und Merkur arbeiten gerade sowieso sehr gut zusammen. Also ihr habt jetzt gerade sehr gute Gelegenheiten, was zu pitchen, mit Menschen etwas
zu klären auf eine freundliche Art und Weise und trotzdem euren, ja, euren Sinn durchzusetzen. Das ist gut für Bewerbungen, gut für Vorstellungsgespräche. Also nutzt diese kommunikativen Skills, die ihr gerade zusätzlich zu eurem sowieso gut ausgeprägten Redevermögen bekommt, und habt Spaß damit. Flirten könnt ihr natürlich auch. Ich bin gespannt, was Rui dazu sagt. Ja, wir haben hier eine sehr tolle Karte, nämlich den Mond, La Luna. Und hier sehen wir wirklich, wir haben die Aufforderung, liebe Zwillinggeborene, dass ihr euch eurer Angst stellt und euch ganz klar sagt, puh, was kann mir schon passieren? Ich gehe da einfach durch. Diese beiden Tierchen, die sind keine Feinde, sondern die setze ich ein, dass sie für mich aktiv werden, dass sie mir meine Power geben, dass ich über diesen emotionalen Fluss sinnbildlich springe und dadurch neue Kräfte entwickle. Und diese Karte sagt ja nicht, auweia, die beißen mir jetzt gleich in den Allerwertesten, nee, sondern die begleiten mich, die zeigen mir instinktiv meinen richtigen Weg. Und wenn du schon gesagt hast, dass Venus hier auch wieder mit im Spiel ist, dann solltet ihr, liebe Zwillinggeborene, euch nicht davor scheuen, auch diesen Weg zu gehen. Venus nicht, sondern Mars, oh, Entschuldigung, und Merkur. Ja. Aber mir fällt noch mal ein dazu, dass der Neumond da so dominant ist, der ja gestern in der Jungfrau aktiv war, auch mit euch verbunden über den Merkur. Also vielleicht auch nochmal eine Aufforderung, noch nicht gleich alles zu sagen, sondern erstmal im Kopf die Strategien klar zu kriegen. Ja. Auch die Spiritualität wird ja dadurch betont. Ne? Ja. Eine sehr schöne Karte, wie ich finde. Da hast du recht. Sorry nochmal für den Versprecher. Kein Problem. Ja, ich finde diesen Mond auch sehr toll, weil er uns auch darauf hinweist, wegzugehen von diesen Offensichtlichen, ne, was wir durch die Sonne zu sehen scheinen, sondern auch das, was wir zu fühlen haben. Ja. Ich glaube, das ist für die Zwillinge im Moment ein Thema. Ja, total spannend. Liebe Zwillinggeborene, mit diesen Worten wünschen wir euch eine tolle Woche. Ja, nun kommt der Krebs an die Reihe. Der hat ja eigentlich mehr mit dem Mond zu tun als die Zwillinge. Wer weiß, ja, wer was weiß, uns wer das weiß sagen soll. Ihr hattet gerade wieder ein Highlight, nämlich den gestrigen Neumond im Zeichen Jungfrau. Ich hoffe, ihr konntet es genießen. Ansonsten steht aus astrologischer Sicht gerade nichts dem im Wege, dass ihr euch gemütlich hinsetzt, euch fallen lasst und noch den Rest des Sommers genießt. Und Rui wird das sicher auch unterstreichen. Ja. Gemütlich hinsetzen, ja. Ja, gemütlich hinsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier den Ritter der Münzen, wieder eine Hofkarte, wieder Element Erde. Und dieser Ritter, der sagt euch, ja, setzt euch hin, überlegt euch, wo habt ihr noch Potenzial, das ihr nutzen könnt? Wo habt ihr die Möglichkeit zur Vermehrung? Wo habt ihr noch nicht euer gesamtes Potenzial ausgeschöpft? Weil dort solltet ihr hingehen. Und zwar in eurer Zeit. Nicht, weil ihr irgendwie gedrängt werdet durch irgendwelche Social-Media-Aktivitäten, sondern einfach in eurer Zeit. Das könnt ihr schon aufgrund eurer Sensibilität, aber ihr getraut es euch oft nicht wirklich richtig. Und darum geht Schritt für Schritt und nutzt da eure Kraft, die in dieser Karte steckt. Ja, finde ich sehr spannend und interessant. Ich bin gerade am Überlegen, ob das auch auf den Reiter anspielt, aber wahrscheinlich werden ja alle Ritter irgendwie dann auf den Reiter anspielen aus dem Lenormand, ne? Ja. Von daher haben sie nochmal so einen merkurischen Einschlag dann. Ja, aber sie haben auch den Hinweis darauf, dass dieser Ritter der Münzen eigentlich nicht wirklich so springend aktiv ist, sondern eher passiv beobachtet. Stimmt, und hier ist er ziemlich aktiv. Ja, also man meint, aber ich würde sagen, er hat das Pferd noch gut im Griff und lässt es nicht durchgehen. Was mir dazu einfällt noch ist, dass wir jetzt hier an die Jungfrauzeit reiten und diese Karte hat ja viel mit der Jungfrauenergie zu tun. Sie ist sogar für
die Jungfrau-Periode vorgesehen, ne? Und das passt dann auch nochmal gut und passt auch schön zu dem Jungfrau-Neumond, der für die Krebse wichtig ist. Ja, und in diesem Sinn, liebe Krebsgeborenen, wünschen wir euch eine tolle Woche, denn dies waren unsere Worte für euch. Die Löwen kommen nun an die Reihe und liebe Löwen, ich weiß, ihr trauert eurer Geburtstagszeit noch ein wenig nach. Die Sonne hat euch ja inzwischen verlassen, aber Venus lacht euch immer noch. Und das bedeutet eigentlich für euch, dass ihr einerseits viel Selbstliebe genießen könnt, auf der anderen Seite aber mit Sonne in Jungfrau jetzt auch ein bisschen rauskommt aus dem Faulenzen. Macht ihr ja auch mal ganz gerne. Und ans Arbeiten geht. Das heißt, die Dinge, die ihr euch für dieses Jahr vorgenommen habt, die solltet ihr jetzt anstoßen, jetzt aktiv werden damit. Und dann macht ihr eure Sache schon mal richtig gut aus astrologischer Sicht. Wie sieht's mit den Karten aus? Tja, wir haben hier, man glaubt es kaum, den Magier. Ne? Gut. Ja. Ja. Wie aus dem Herr der Ringe. Ja. Ja, was hat Kirsten gerade gesagt? Ihr sollt Dinge angehen. Was macht der Magier? Er weiß es, er tut es. Er setzt die Dinge um, er setzt, bringt Dinge in Aktivität. Wir sehen ihn hier mystisch arbeiten. Vielleicht spricht er gerade einen Segensspruch, vielleicht macht er gerade einen spirituellen Spread oder Spell. Entschuldigung. Und dieses Arbeiten für sich selber. Das ist hier ein typischer magischer Moment, den die Löwen ja sowieso in ihrer Intention drinnen haben. Also von daher gesehen eine genau richtige Karte für alle, die im Tierkreiszeichen Löwe geboren wurden oder sind. Ja, ich finde das eine interessante Perspektive, wie der Magier hier gebaut ist. Normalerweise schaut er uns ja immer frontal an und hier sehen wir ihn ein bisschen so, können wir in seine Trickkiste schauen. Aber die Richtung ist ja bei Lenormand auch immer ganz wichtig. Ne? Und er blickt hier jetzt eher so in die Vergangenheit. Ja. So als ging es vielleicht darum, altes Wissen neu zu erleben. Genau. Aber auch alte Dinge loszulassen oder noch was wichtig ist zu aktivieren, um es dann ins neue Jahr zu bringen. Ja. Ich finde, das ist eine sehr auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftige Darstellung des Magiers. Aber ich finde sie auch sehr gelungen. Also ich mag den jetzt schon fast. Ja, es ist ein lustiges Deck. Es gefällt mir gut. Ich habe das lange nicht mehr angesehen, muss ich sagen. Das ist bestimmt jetzt 10 Jahre bei uns im Schrank gelegen. Gut, ihr Lieben, möchtest du noch was sagen? Nee, ich glaube, das machst du jetzt. Das, liebe Löwen, liebe Herzensmenschen, das war unsere Botschaft für euch. Happy Birthday, liebe Jungfrauen. Wir sind ja selbst mit einem Jungfrauenkind gesegnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Jo. Und wissen, dass euch Dinge wie Wirtschaft sehr interessieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass ihr nicht nur die Sonne gerade in eurem Zeichen habt, ihr habt doppeltes Glück, denn Merkur hat euer Zeichen zwar in der letzten Woche verlassen, aber er ist jetzt in der Waage, er hilft euch besonders charmant zu sein, er hilft euch die richtigen Worte in beruflichen wie auch in privaten Situationen zu finden, um noch mehr Geschenke abzugrasen, was immer nützlich ist, auf jeden Fall. Nützlichkeit ist ja sowieso etwas, was ihr mögt. Ich bin sehr gespannt, was Roe da an Karten für euch zu diesem Geburtstag sagt. Vier der Stäbe, ja, wir sehen eigentlich nur drei Vögel. Aber, und das zeichnet die Jungfrauen auch aus, sie können sehr gut zwischen den Zeilen sprechen oder aber auch sehr gut Bilder ein bisschen vernebeln. Und das wird hier dargestellt. Ja, wir sehen im ersten Hinschauen nur diese drei Vögel, denken sich, ja, was hat denn das mit vier zu tun? Hat sich der Künstler verzählt? War er nicht ganz bei Sinnen? Nein, diese vier Stäbe bauen sich im Hintergrund auf und haben auch für uns den Hinweis,
Schaut erstens mal genau hin, A, und B, erlaubt euch auch mal irgendetwas außerhalb eurer Reichweite zu tun. Ja, also ich versuche gerade mir vorzustellen, warum die vier der Stäbe mit den Vögeln in Verbindung gebracht werden, aber vielleicht geht es ums Netzwerken in irgendeiner Form. Das zum einen, aber auf der anderen Seite hast du, wenn du unten schaust, hast du da schon den ersten Stab, den zweiten Stab, den dritten Stab, den vierten Stab. Vielleicht ist es auch eine Versinnbildlichung, dass du dich weniger auf den Stab konzentrieren sollst, also aufs Feuer, sondern mehr auf das, was außenrum ist. Das ist auch eine Karte, die die Natur betont. Jungfrauen lieben die Natur. Und das Merkurische der Vögel kann man natürlich auch wahrnehmen. Ich habe ja gerade einiges zu Merkur gesagt. Gut. Ja, liebe Jungfrau Geborenen, dies waren unsere Botschaften für euch. Du weißt, ich muss jetzt einmal kurz was Ja, trinken. ich bitte dich darum. Und ich gebe dir gleich auch mal was von meiner Flasche ab, Großes weil Lieb. du hast deine Ja, heute heute nicht in der dabei. Hitze des Gefechtes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dankeschön. Wir sind nämlich gerade dabei, wirklich sehr viel zu organisieren. Das ist gerade wieder mal ein wildes Durcheinander. Kurz nach den Ferien wieder in die Gänge zu kommen, ist immer anstrengend, ne? Yes, das ist Und so. deswegen gönnen wir uns auch nur eine kurze Pause. Und machen gleich weiter, wenn ich meine Stimme wieder habe. Und ja, was ist denn als nächstes dran? Waage. Ganz genau. Die Waage ist nun dran. Und für euch, liebe Wagen, war der Neumond in der Jungfrau sicher auch sehr interessant. Den habe ich jetzt gerade gar nicht bei der Jungfrau erwähnt. Gestern ist für die Jungfrau ja wirklich die Jungfrauzeit losgegangen mit dem Neumond, aber auch für euch war das gut und vor allem ist für euch gut, dass Merkur jetzt aus der Jungfrau in euer Zeichen gewandert ist. Er wird dort ziemlich lange bleiben diesmal, weil er Mitte September in eurem Zeichen rückläufig wird. Er läuft dann den ganzen Weg wieder zurück in die Jungfrau und kommt dann nochmal zu euch zurück. Also ihr profitiert gerade sehr, sehr stark von der Jungfrauenergie und parallel dazu ist Mars ja in die Zwillinge gegangen. Alles, was ich zu den Zwillingen gesagt habe, astrologisch, könnt ihr euch vielleicht noch mal anhören, weil ihr habt ähnliche Themen. Bei euch überwiegt allerdings nicht so sehr das Machen, sondern das Kommunizieren. Aber ihr habt gerade wirklich gute Gelegenheiten zu verhandeln, Dinge auszuhandeln, klarzustellen. Sehr, sehr gute Zeiten für euch. Und jetzt bin ich sehr auf die Karte gespannt. Ja, zwei der Denari, zwei der Münzen. Ja, ein bisschen andere Darstellung, als wie wir sie kennen. Und die Künstlerin haben sich diesmal am Lennemann gehalten und haben hier den Baum genommen. Und der Baum ist auch so ein Thema von wegen, trau dich mal was. Erlaubt dir einfach, was Spektakuläres unspektakulär zu machen. Oder erlaubt dir Dinge einfach umzusetzen, auch wenn du denkst, das funktioniert doch gar nicht. Liebe Waagegeborenen, es könnte diese Woche der Beginn sein, wo ihr euch erlaubt, zu experimentieren, neue Dinge zuzulassen, mit neuen Projekten zu arbeiten. Oder auch einfach spielerisch mal den Arbeitsplatz sich anzupassen oder zu verändern. Und von daher gesehen eine ganz tolle Karte, eine ganz wichtige Karte, denn egal ob wir jetzt von den zwei der Münzen oder vom Baum sprechen, beide Karten sind wichtig. Ja, hat auch was mit Gesundheit und mit Flexibilität zu tun. Gerade hier wird ja die Flexibilität betont durch diese Wasserlandseite. Ne? Echt, finde ich, eine auch sehr schöne, interessante Karte. Gut gemacht. Und das, liebe Waagegeborenen, waren unsere Botschaften für euch für die kommenden Tage. Damit sind wir beim Skorpion angelangt und für euch, liebe Skorpione, gibt es weiterhin astrologisch gesehen keine Neuigkeiten. Gut, der Uranus ist weiter in eurem Gegenzeichen Stier und mischt auch euch etwas auf, aber Mars ist nun aus dem Stier hinausgegangen, er ist in den Zwillingen weg aus eurem Feld. Und das Einzige, was euch halt immer wieder bewegt, ist der absteigende Mondknoten, der euch immer wieder fragt,
wiederholst du alte Muster? Kannst du alte Muster durch neue austauschen? Kannst du alte Fehler verändern, die du früher gemacht hast? Kannst du da etwas besser machen für dich? Das sind so Themen, die dich gerade beschäftigen. Wir haben ja bisher immer richtig heftige Karten ob gehabt, obwohl eigentlich so astrologisch für euch Stillstand ist. Ich glaube, das hängt mit dem Mondknoten zusammen. Aber Rui wird jetzt mal das verändern für euch. Hey, Der perfekt. Stern. Ja, die Person, sie schaut nach den Sternen, sie überlegt sich, kenne ich die schon, habe ich den schon gesehen, habe ich den schon kategorisiert. Und hier haben wir mal eine andere Darstellung des Sterns, den wir sonst so bekannt und gewöhnt sind. Hier haben wir den Sternengucker, ja, der so hochguckt zu den Sternen und sich überlegt, was haben wir denn da droben alles für Elemente, was haben wir dort alles für im schlimmsten Fall runtergefallene Dinge. Also von da gesehen ist diese Karte wunderbar sauber und ehrlich und sollte wirklich gewürdigt werden. Also, was hier dargestellt wird, ist ein Astronom. Ne? Die Astronomie war ja in der Zeit, in der die Lenormands gemacht, also nicht gemacht wurden, aber in der sie eigentlich spielen, ganz wichtig, weil der Wilhelm Herschel, der gerade seinen 200. Todestag hatte diese Woche, zusammen mit seiner Schwester Caroline Uranus entdeckt hat, kurz bevor oder in der Zeit, in der die Lenormand-Karten entdeckt oder angefangen wurden. Sind Nein, sogar die beiden. Lenormand selbst hatte ja keine Karten, aber dass die Wahrsagerei wieder extrem populär wurde und der Stern wird auch sowieso gerne mit der Astrologie in Verbindung gebracht. Also vielleicht, ich habe ja eben gerade vom Mondknoten geredet, der mit alten Themen zu tun hat. Vielleicht gilt es für euch, liebe Skorpione, auch mal so ein bisschen langsam den Blick gen Himmel zu heben und zu überlegen, welche Wünsche und Träume ihr euch erfüllen wollt, anstatt immer im Sumpf zu wühlen. Ja, und das waren unsere Worte für alle, die in dem Tierkreiszeichen Skorpion geboren worden sind, ihren Aszendent haben oder ihren Mond. Damit sind wir beim Schützen gelandet. Liebe Schützen, für euch ist weiterhin saure Gurkenzeit vom Event her. Es ist außer Venus, die direktläufig durch den Löwen läuft, nicht besonders viel Feuerenergie in der Luft. Euer Planet Jupiter ist zwar im feurigen Widder, aber er läuft ja rückwärts. Und das bedeutet für euch, dass ihr anders als der Skorpion nicht unbedingt gerade die Zeit habt, wo ihr Visionen nach vorne bringt, sondern eher ja abwarten müsst, wie sich die Dinge gestalten. Rui zeigt uns das mit der Karte hier. Ja, zwei der Stäbe, zwei der Wands. Und man sieht hier schon eine klassische Situation, die wir aus den Orakelkarten kennen, nämlich die Karte heißt in den traditionellen Orakelkarten Verlust. Und sie zeigt auch hier zwei Zocker, die hoffen, den anderen hinters Licht zu führen. Ich weiß nicht, ob bei der Karte wirklich nur zwei Männer gemeint sind oder die sehr wohl androgyn sein können, einer der beiden Spieler. Also von da gesehen eine Karte, die uns mal sagt, ja, du kannst was erreichen, wenn du dir dein Limit setzt, aber pass auf, dass du nicht über die Spur schlägst und da dich vergaloppierst. Ja, die zwei der Stäbe hat ja immer so was Zögerliches Ja. eigentlich, ne? Und hier ist ja auch noch eine dritte Person interessanterweise abgebildet, die so eher zuschaut bei der ganzen Sache. Vielleicht ist auch die Person, die da steht, gemeint, wenn ich jetzt an die zwei der Stäbe von Wade denke, die abwartet, soll ich mich da beteiligen oder nicht? Gehe ich ein Risiko ein oder nicht? Das könnte auch ein Thema sein. Und astrologisch gesehen, liebe Schützen, wartet ihr jetzt einfach noch ein bisschen ab mit den Risiken. Das Genau. wäre besser für euch. Für die Auswahl. Gut. Und dies waren unsere wertschätzenden Worte für alle, die im Tierkreiszeichen Waage geboren sind. Schütze. Entschuldigung, Schütze. Wie konnte ich Waage sagen? Keine Ahnung. Wie kam es zur Waage? Tja, Okay, das wissen wir vorbei. nicht. Auch der Schütz ist vorbei. Damit sind wir beim Steinbock angelangt.
Ja, was soll ich da sagen, liebe Steinböcke? Für euch ist auch keine Veränderung. Pluto rückläufig in eurem Zeichen, euer Herrscher Saturn rückläufig im Wassermann. Es ist gerade wirklich nicht viel los. Vielleicht, nein, der Neumond wird auch nicht so wahnsinnig viel bei euch. Doch, der könnte einiges bei euch angestoßen haben, denn er war ja auch in einem Erdzeichen. Aber prinzipiell, die Astrologie ist in dieser Woche nicht so wichtig für euch. Deswegen wird die Karte, die Rohe gezogen hat, sicher umso brillanter sein. Ja, nur kein Druck, ne? Hui. Ja, die ist ja 13, brutal. Der Tod. Für mich eine der tollen Karten, ja, auch wenn die so ein, jetzt werden wir alle sterben und hast nicht gesehen, nee, wir müssen das zurücklassen, was wir nicht mehr benötigen. Liebe Steinböcke, das könnt ihr. Denn dieser Tod gibt uns auch den Hinweis, es geht noch weiter. Wir sind nicht am Ende der Geschichte angelangt, aber wir müssen etwas verändern. Wir müssen eine Wegmarke hinlegen und sagen, so, jetzt schauen wir mal, sind wir noch richtig unterwegs oder haben wir schon übers Ziel hinausgeschossen? Und dieser Engel, der da in der Luft ist, der hilft vielleicht noch den Armen am Schafott liegenden der ist zu helfen. Nee, der hat den Kopf noch dran. Der liegt bei der Kröte. Der hat doch einen Kopf in der Hand. Nee, der hat einen toten Kopf in der Hand. Eben, also es ist eher so ein Todesengel, es ist, oder? Es ist der Hinweis darauf, dass wir alle vergänglich sind, aber es heißt nicht, jetzt fällt dein Kopf, sondern dein Kopf wird fallen, es ist eine Frage der Zeit. Weil vielleicht wird der Verurteilte ja im letzten Moment freigesprochen, das wissen wir ja nicht. Mit der Guillotine, ich weiß nicht. Also prinzipiell fällt mir dazu ein, dass Steinbock ja das Zeichen der Gesellschaft ist, das Zeichen der Tradition und hier ein klarer Hinweis ist, auch dadurch, dass Pluto jetzt immer mehr das Steinbock-Zeichen verlässt, dass wir einfach Dinge verändern müssen, dass die alte Form der Gesellschaft so tot ist, wie das Ancien Regime tot war, als die französische Revolution zu Zeiten von der Madame Lenormand eingeleitet wurde. Ja. Was ist bei euch gerade am Sterben, wäre eine Frage. Ja. Oder was möchtest du loslassen? Was möchtest du loslassen? Liebe Steinbock-Geborene, dies waren unsere Worte für euch. Gut, damit leiten wir über zum revolutionären Wassermann, der ja mit Uranus in Verbindung steht. Und Uranus wurde zu Zeiten entdeckt, als die Frau Madame Lenormand lebte. Ansonsten habe ich astrologisch wenig für euch zu sagen, denn Saturn, ihr habt es gerade gehört, ist rückläufig in eurem Zeichen unterwegs. Uranus, ja, der läuft durch den Stier, aber da hat sich seit letzter Woche auch nicht so viel verändert, außer dass Mars halt aus dem Stier rausgegangen ist. Das ist für euch jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Schauen wir uns die Karte an, die Rohe gezogen hat. Ja. Ja, liebe Wassermänner und Innen. Wir sehen hier ganz klar, es ist mal wieder Zeit zum Feiern. Es ist mal wieder Zeit innezuhalten. Es ist mal wieder Zeit zu genießen. Und nichts anderes zeigt diese Karte. Ne? Diese Ausgelassenheit zwischen zwei weiblichen Wesen im Vordergrund und einem männlichen im Hintergrund. Ne? Die tanzen da wunderbar rum. Es ist wirklich so eine Freude, eine friedliche, eine schöne Situation. Und man möchte am liebsten aufstehen und auch mittanzen. Also von da gesehen gefällt es mir wunderbar und gut. Und sollte euch, liebe Wassermänner, genauso fröhlich stimmen. Denn jetzt habt ihr die Zeit, vielleicht ändert sich das sehr schnell wieder. Und darum genießt diese. Ja, ich finde es total spannend, weil es eine richtige Wassermann-Karte ist. Wir haben nämlich hier Bleu, Blanc, Rouge, also die Farben der französischen Revolution. Die Farben heute von Frankreich. Und die stehen natürlich für die Werte der französischen Revolution, die auch immer mit dem Wassermann in Verbindung gebracht werden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, heute würden wir sagen. Gleichheit, na, was ist denn Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Werte werden hier nochmal betont und die sollt ihr offensichtlich hochhalten in der kommenden Woche. Und dies waren unsere Worte für euch, liebe Wassermänner und Frauen.
Ich muss mir dieses Deck wirklich nochmal näher ansehen. Es sind wirklich ein paar schöne Gedanken drin. So, liebe Fische, ihr habt jetzt lange genug gewartet. Wir Du haben kannst es auch kaum keinen erwarten. Auftrag an eine gute Karte. Ich bin mir sicher, dass das die Iris erledigt hat am Anfang des Videos. Aber, liebe Iris, es ist dann schon zu spät gewesen. Du musst jetzt nehmen, was Ja. du bekommst. Wir haben bei den Fischen auch keine Veränderung. Neptun trudelt weiter rückwärts durch unser Zeichen und macht uns ein wenig müde und betrunken, so wie sich das für einen ordentlichen Fisch gehört. Und ich übergebe jetzt einfach mal an Roé, damit ihr nicht mehr so lange warten müsst. Ja, Papa, die Hui. 20, das Gericht. Eine andere Darstellung mal, ne? Das sind schon einige aus ihren Gräbern draußen, bis auf die weibliche Person, die braucht wieder ein bisschen länger. Der Engel oben hat auch schon genug fürs Blasen getan. Also, ihr habt da, was das betrifft, eine tolle Woche, eine ruhige Woche. Aber passt auf, denn es könnte in Zukunft noch ein bisschen turbulenter werden. Ich könnte mir vorstellen, liebe Fische und Fischinnen, dass diese Karte nur der Hinweis ist, Achtung, es geht noch was. Ja, das Gericht steht ja auch immer dafür, dass wir ein Aha-Erlebnis haben, Erkenntnisse. Gerade hier hat man das Gefühl, dass sie wirklich eine Vision haben. Und darauf hoffen wir Fische ja alle, dass endlich mal was hier in Schwung kommt, was wir uns erträumen und ersehnen. Ja, das wurde ja im April, Mai ziemlich stark gepusht. Jetzt ist die Energie wieder so ein bisschen raus. Aber Richtung Oktober geht es nochmal ordentlich los für uns Fische. Und im September können wir uns vielleicht darauf vorbereiten. Ja, und auch dann freuen. In diesem Sinne, liebe Fischegeborene, wir wünschen euch für die kommenden Tage eine wunderschöne Zeit. Und natürlich steht jetzt noch eines an. Ja, die Die Quintessenz. Rechnerei. Und Bist du ich bereit? habe tatsächlich, du wirst es nicht glauben, meinen Taschenrechner hier. Hey. Und du sagst einfach mal jetzt die Die Zahlen. 20. Oh, ich musste noch einmal kurz. Ja, 20, Die 3. 23, Die 13. 36, Die 2. 38. Die 17. 55, Und 2. 57, Und 4. 61, Und die 1. 62, Und dann haben wir mal eine 0. Dann haben wir eine 18. 80. Ach, okay. Dann haben wir die Königin der Pentakel. Und last but not least haben wir den. Die 9. 89, da kommen wir auf die 17. Ja. Und da müssen wir gar nicht lange suchen diesmal. Und wir können uns freuen, die Skorpione haben ganze Arbeit für uns geleistet, denn die, nein, das war, doch, das war der Skorpion. Ja. Denn die Karte für den Skorpion ist auch die Wochenquintessenz, die Zeit des Astrologen. Ja, ich finde es ganz interessant. Wir nehmen dieses Video tatsächlich am Todestag von Wilhelm Herschel auf, seinem 200-Jährigen. Vielleicht hat er sich da jetzt hier Verewigt. hineingemogelt, um auch uns Tarotkartenleger und andere Kartenleger daran zu erinnern, dass er uns geholfen hat, den Horizont zu erweitern und zu sprengen. Tolle Karten, Kirsten. Ja, finde ich Tolle auch. Karten. Ja, damit sind wir am Ende dieses Videos. Wir sind in der nächsten Woche nicht ganz so aktiv, aber ab Donnerstag könnt ihr wieder mit uns rechnen. Und ja, ihr wisst ja, wie ihr uns mehr sehen könnt. Alles klar. Habt eine wunderschöne Zeit bis dahin. Möchtest du noch was Ja, sagen? danke, dass ihr dabei wart. Danke an dich, Kirsten, dass das technisch so super geklappt hat. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns wieder. Bitte bleibt gesund, denn das ist das Wichtigste. Und vergesst nie, never give up. Bis dann.